herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir laden Sie ein zu einer musikalischen Zeitreise. Der nun folgende Airlift Music Report präsentiert Musik und Geschichten aus der Zwei-Welten-Stadt Berlin im Viervierteltakt der ehemaligen vier Sektoren. Dieser Griff in die musikalische Mottenkiste wärmt zwar alten Kaffee der Care-Pakete auf, aber zeigt auch gleichzeitig der heutigen Generation, wie unglaubliche Power des Aufbruchs, dass wir schaffen das. Das ist unser Pianist. Klaus-Günther Neuherr. Komm, sag doch mal was. Was? Na, sowas wie Hallo? Hallo. Übrigens ist er begeistert von der Apartheid seines Instrumentes. Naja, ich spiele die getrennten weißen und schwarzen Tasten zusammen. Unser Bassist Teddy Lenz hasst den Marsch, liebt jedoch den zackigen Jägermeister. Prost! Sag doch mal was! Was? Na, sowas wie Hallo! Hallo! Dufte! Das sind? Bulli Bullan. Henk Altstedt. Hugo Schulmann. Kurt Perlow. Und der Leipziger? Rolf Kuhn. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Choo-choo-choo-boogie ist einer der Meilensteine des New Yorker Musikproduzenten Milt Gabler, den jedermann durch das Lied der Kuh kennt bzw. In the Mood. Choo-choo-choo-boogie war wohl der erste Jive, wurde damals jedoch geführt unter Boogie-Woogie. Der Song schlug nach dem Krieg in allen Sparten der Charts ein wie eine Granate. Und ab Juni 1946 waren 2 Millionen verkaufte Platten der Erfolg. Bereits 1946 brachte die Deutsche Grammophon mit der Polydor Heinz Both und seine Solisten auf Platte. Hans Baderleben sang dabei den englischen Originaltext von Choo-choo-choo-boogie. Im November 1947 nahm Teddy Kleinin mit Fritz Freddy Brocksilber den Titel auf mit einem Tonband der Wehrmacht im Dorfgasthaus in Dachau. Diese Aufnahme erschien bei Union Records. Wie der Rosinenbomber landete auch Choo-choo-choo-boogie in Berlin, nicht bei der Amiga. Eingespielt von Walter Dobschinski und der Tanzkapelle des Berliner Rundfunks. Gesang Rita Paul. So kam Choo-choo-choo-boogie in Germany, in die Radios, GI-Clubs, Tanzschulen und Musikkeller. Zumindest in die, die nach dem Krieg stehen geblieben waren. Weinbrand ist ja sehr beliebt. Meinst du nicht auch? Na klar. Willy Brandt ist immerhin Bürgermeister von Berlin. Übrigens, kürzlich berichtete eine Tageszeitung von Brandt. Allerdings bedeutete Feuer im Puff nicht Brandt im Bordell. 69 war Brandt im Reichstagsgebäude als Bundeskanzler. Ich denke, der Brandt war 33 im Reichstag. Puh, da hast du wohl recht. Menschenskind, du hast echt zu viel Weinbrand gesoffen. Tschu-tschu. Ich glaube, den englischen Text versteht man gar nicht. Ja, Wolfgang. Was hältst du davon, wenn wir einen deutschen Text dazu bringen? Du meinst eine Übersetzung ins Deutsche von Choo-choo-choo-boogie? Nein, nicht direkt eine Übersetzung. Eher etwas auf die heutige Zeit abgestimmt. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Du möchtest eine Parodie machen. Genau. So geht das nicht. Das versteht doch keiner. Wir brauchen bitte einen deutschen Text. Ist schon fertig. Los, geh singen. Was rennen denn die Leute? Was ist das heute nur los? Razzia auf dem Schwarzmarkt oder was ist das los? Heute rennen sie alle rum, sie sind verrückt wie wild. Morgen in der Zeitung ist bestimmt schon ein Bild. Brücken in den Lüften bringen uns Futter, mein Schatz. Skymaster hat noch viel Platz. Choo-choo, choo-choo-choo-boogie. Oh, oh.
Choo-choo-choo-choo-choo-choo-boogie. Backups für Groß-Berlin. Da raucht es und da faucht es, da pfeift es und zischt. Da dampft es und da stampft es und man sieht beinahe nüscht. Da rattert und da knattert es in Fugen im Rumpf. Da saust es und da braust es, der Westen spielt Trumpf. Brücken in den Lüften bringen uns Futter, mein Schatz. Die Sky Master hat noch viel Platz. Choo-choo, choo-choo-choo-boogie. Woo-woo, woo-woo-choo-boogie. Choo-choo, choo-choo-choo-boogie. Backobst für Groß-Berlin.